Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Heute ist es soweit, alle Premium Edition Vorbesteller dürfen loslegen. Ich wünsche allen ganz, ganz, ganz viel Spaß und allen Standard- oder Deluxe Edition Vorbesteller wünsche ich natürlich ganz viel Kraft und ganz viel Geduld, aber in ein paar Tagen dürft ihr auch loslegen und ihr habt ja immerhin dieses Let's Play als ja kleine Überbrückung und deswegen wünsche ich natürlich auch allen ganz viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich hatte auf jeden Fall in den vergangenen 5 Parts richtig viel Spaß, allerdings so im Nachhinein ist mir dann was aufgefallen, was mir die Laune so ein bisschen verdorben hat. Ich habe ja, glaube ich, in Folge 3 war das, davon gesprochen, dass ich sehr viel getestet habe auf meinem PC, wie es ja auf meinem PC möglichst gut läuft und auch gut aussieht und vor allem, dass es auch auf YouTube einigermaßen gut aussieht von der Bildqualität, weil der YouTube-Codec ist ja immer so ein bisschen gemein und das hat ja auch alles super gepasst, aber mir ist jetzt aufgefallen, in den letzten, insbesondere in den letzten 3 Folgen, dass stellenweise, und das tatsächlich habe ich dann festgestellt, immer einen etwas gleicheren Locations, dass das Aufnahmebild ein bisschen ruckelig ist. Also tatsächlich, bei mir ist das gar nicht so, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon nach der ersten Folge, wo das so gewesen ist, gesagt. Vielleicht ist es dir auch gar nicht so aufgefallen. Ich habe tatsächlich auch mit ein paar vertrauten Leuten, die das auch schon schauen durften, mal das gezeigt und habe gesagt, hey, guck mal, fällt dir was auf? Und die haben dann halt auch gesagt, ja, so ein bisschen ruckelig ist es schon. Also ich glaube, man kann drüber hinwegsehen, aber naja, mich hat es ein bisschen gestört, ja. Und deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich tatsächlich jetzt auf meine Xbox Series X geswitcht. Ich spiele das Ganze jetzt hier im Performance-Modus und ich warte jetzt einfach ab, bis die PC-Version etwas mehr optimiert wird. Und vielleicht gibt es auch in näherer Zukunft ein kleines PC-Upgrade. Und dann kann ich auch wieder auf den PC switchen. Ich denke, dass die Xbox-Version dann in der Summe auf YouTube auch okay ist vom Aussehen. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen ein paar mehr Fragmente geben, also wenn das Bild so ein bisschen grisselig wird. Und auch diese aufpoppende, ja, Vegetation, was ich ja schon angesprochen habe, ist gerade auf dieser Version, finde ich, auch nochmal sehr extrem. Aber das Bild ist ultra viel flüssiger. Das werdet ihr jetzt auch dann gleich feststellen in dieser Folge. Ich hoffe, dass, wie gesagt, die letzten Folgen euch das gar nicht vielleicht so aufgefallen ist oder gar nicht so ins Gewicht gefallen ist. Oder wenn es euch aufgefallen ist, dass es euch jetzt nicht die Freude am Let's Play geraubt hat. Ändern kann ich es leider im Nachhinein nicht mehr. Glaubt mir, ich bin der Letzte, der nicht will, dass es irgendwie alles geil ist. Und deswegen jetzt einfach mal der Switch auf die Xbox Series X für die, keine Ahnung, wie viel kommenden Folgen, bis es halt auf dem PC einigermaßen besser läuft. Weil auf dem PC kann man halt doch ein paar andere Sachen noch einstellen, die vor allem das YouTube-Bild verbessern. So würde ich das mal formulieren. So, jetzt aber knapp 3 Minuten geschnackt über alles Mögliche und nichts produktiv richtig gemacht. Doch, dieses 1000 EP-Davenschild zerstört. Ja, ich bin im AMG GT4-Türer unterwegs. Ich dachte, den schnappe ich mir mal mit einem Design, was ich damals in Horizon 4 schon gemacht habe. Das habe ich natürlich direkt importiert. Kannst du natürlich auch, wenn du loslegst, vielleicht heute schon, auch nehmen. Und ja, ich bin auf dem Weg tatsächlich zu einer Dirt-Veranstaltung. Denn wir brauchen nochmal ein bisschen Auszeichnung, um entsprechend vielleicht den nächsten Festival-Außenposten freizuschalten. Upsala. Das Auto merkt man schon, dass es ein bisschen schwerer ist. Man muss ein bisschen früher bremsen. Wir waren jetzt halt die letzte Folge mit dem McLaren Senna unterwegs. Der war natürlich schon ein bisschen krippiger. Ja, und ich glaube, jetzt um nochmal ganz kurz aufs Technische zu gehen, merkst schon, das ist wahrscheinlich jetzt schon auch auf YouTube deutlich flüssiger. Was halt wirklich hier bei der Version auffällt, ist, dass halt eine extreme Bewegungsunschärfe drin ist. Dadurch, wie gesagt, wird das Bild manchmal ein bisschen so fragmentartig. Und eben die aufpoppende Vegetation ist hier ein bisschen krasser. Aber im Großen und Ganzen dürfte dem Let's Play-Genuss nichts im Wege sein. Auch hier lade ich das Ganze in WQAD hoch. Und die Kantenglättung sieht hier auf jeden Fall ein bisschen besser aus, tatsächlich, als auf der PC-Version. Also ja, ist aber schön. Hat man direkt schon so ein bisschen optischen Vergleich. So, aber jetzt lasse ich mich von diesen, ja, man muss leider sagen, etwas negativen Erfahrungen nicht weiter beeinträchtigen. Ich möchte einfach weiter hier machen, weil das hat so unglaublich viel Spaß bisher gemacht. Und ich glaube, wir werden auch weiterhin noch ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Das steht, glaube ich, außer Frage. So, jetzt haben wir hier aber doch ein bisschen produktiv ein paar EP-Tafeln mitgenommen. Da sage ich nicht nein. So, und ja, falls du dich fragst, ich habe ja keine Route irgendwie festgelegt. Ich habe im Vorfeld schon geguckt, dass hier unten unter der Brücke quasi eine Dirt-Veranstaltung ist. Da sieht man sie auch schon auf der Minimap. Da fahren wir jetzt hin und keine Sorge, wir werden nicht mit dem hier... Oh Gott, ist der schwerfällig. Ey, ich bin echt noch voll im Senna drin, ne? Das muss man echt aufpassen. Der ist halt ungetuned hier, deswegen
Ist halt mehr so ein Autobahnbomber. So, das nehmen wir hier an. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier... Ist das jetzt die richtige Veranstaltung? Ja. Okay. Dann nehmen wir hier mal den Peugeot Super 2000. Geiles Fahrzeug. Aus der 2000er-Klasse. Das heißt, ein 2-Liter-Saugmotor ist hier am Start. Mal gucken, wie wir da bestehen können. Aber wenn wir das Rennen abschließen, sollte es sogar schon reichen für die nächste Festival-Erweiterung beziehungsweise für das Aufschlagen eines neuen Festival-Außenpostens. Und dann hätten wir sogar alle Außenposten. Es fehlt ja nur noch die Street-Racing-Szene. Und dann können wir da schön Step-by-Step weitermachen. Damit wir dem großen Ziel, in die Hall of Fame zu kommen, ein bisschen näher kommen. Das Wasser hat ganz schön ausgebremst. Mehr als gedacht. Oh, zieh, 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 zieh. Die legen Tempo an den Tag, das ist der Wahnsinn. Vielleicht muss ich echt mal auch ein bisschen mehr tunen, gerade was Power betrifft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Serienfahrzeuge oftmals einfach ein bisschen Defizite in der Power haben. Gerade hier, was diese Dirt- und Querfeld-Ein-Geschichten betrifft, von mir jetzt natürlich noch nicht viel gefahren sind, aber so vom Gefühl her ein bisschen anlehnen überall, dann klappt das schon. Relativ langer Rundkurs auch, also von der Rundenlänge, aber cool. Ah, da fehlt ein bisschen die Power. Ich muss es immer auf der Bremse und in den Kurven machen, dass ich da irgendwie vorbeiziehe. Nichts gegessen. Noch haben wir die Chance. Da vorne haben wir die Top 3. Und auf Platz 3 ist P3. Ja, der Name ist Programm, wie es scheint. So, vorne der Drivatar von Lukas am Start. Der dominiert da vorne schon mal direkt weg. Ja, komm, die kriegen wir doch noch, oder? Legen wir doch alles noch hin. Ja, ich habe es schon des Öfteren jetzt erwähnt in den vergangenen Folgen. Also dieses Let's Play wird tatsächlich jetzt so in den Anfängen natürlich klar das Ziel verfolgen, in die Tour. Die Hall of Fame zu kommen, das große Endziel. Das heißt, wir werden sämtliche Stories, Veranstaltungen, die es halt im Spiel gibt, versuchen mitzunehmen. Rennen werde ich wahrscheinlich jetzt im Let's Play natürlich über kurz oder lang natürlich irgendwann alle fahren, aber jetzt, ob ich sie dann immer mein First Try im Let's Play zu sehen sein wird, das müssen wir mal abwarten. Aber wenn dann das quasi geschafft ist, dann geht es erst richtig los mit dem Let's Play. Die, ja, Veteranen-Zuschauer, nenne ich es mal, die natürlich schon in Horizon 2, 3 und oder 4 mit dabei waren, wissen natürlich, was dieses Let's Play hier auf dem Kanal so besonders macht. Und vielleicht an die neuen Zuschauer erstmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Schön, dass du schon dabei bist. Schön, dass du jetzt schon deinen Spaß hast. Ich hoffe doch, dass du deinen Spaß hast im Let's Play. Aber um da so ein bisschen
schon mal zu teasern, dich werden Sachen erwarten. Fahrzeugevergleich, also mit Teststrecken. Wir werden super viel geile Multiplayer-Geschichten erleben. Es wird ja verschiedene Community-Formate wie ein Autowunsch-Format, ein Testformat. Alles geben, ja, das, was das Let's Play schon in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, wird natürlich alles wiederkommen und dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. So, da haben wir das doch alles jetzt geschafft. Machen wir auch nochmal einen Stufenaufstieg, das heißt, wir dürfen nochmal am Rad drehen. Vielleicht haben wir direkt mal ein bisschen Wheelspin-Glück. Oh ja, also mit 300.000 sage ich nicht nein. Da haben wir ja den AMG-4-Türer sowas von locker wieder drin. Der kostet knapp über 200, knapp unter 200.000, nicht über. Ja, ein neues Kapitel. Hey Racer, kannst du dir kurz ein paar Abenteuer ansehen? Das dachte ich mir. Ja, und dann schalten wir eben die Guanajuato Expedition, die Underground-Straßenszene frei. Da bin ich mal sehr gespannt. Warum bringe ich dich nicht mit Ramiro und dem extrem unbekannten Fahrer zusammen, der Treffen in Guanajuato organisiert? Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, jetzt muss ich hier die Schnellreisekarte hier unten mitnehmen. Und dann, ja, switchen wir auf den GT4-Türer. Und eigentlich Underground bedeutet ja eigentlich, da brauchen wir irgendwie einen geilen JDM oder sowas. Das ist auch klar. Aber ja, wir wechseln erstmal das Fahrzeug, auf was ich mich heute in dieser Folge geeinigt habe, ist eben der GT4-Türer. Ein gutes Fahrzeug, um vom A nach B zu kommen. So, 13 Kilometer, ja, dann auf geht's. Auf geht's. So, lass nochmal ein Schild. Nehme ich natürlich mit. Driftzone! Mein Lieblingsort von Horizon. Jetzt lass das Heck ausbrechen und zeig mir was. Ah, das war doch ein Anfang. Versuch es nächstes Mal durch die Flaggen zu schaffen. Ist nicht einfach. Erst versucht zählt ja auch nicht. Ich wollte das Schild mitnehmen, aber jetzt probieren wir es mal. Der Viertürer hat nämlich genug Bums, um das Ding quer zu schmeißen. Sterne-Run wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber es ist eine schön lange Driftzone, ne? Also. Das glaube ich auch die erste Driftzone, die wir machen, fällt mir ganz ein. Ja gut, deswegen hat er es angefangen zu erklären. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, sehr gut. 2 Sterne haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, mit dem richtigen Drifter geht es natürlich nochmal ein bisschen besser. Aber für so einen Serien. Für so eine Serienlimo ist es auch ganz gut. Ich meine, das ist ja schon echt ein dickes Ding hier, was wir hier fahren. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Warte mal, ist hier nicht vorne? Ah, das ist schon ein Stückchen weiter südlich, ne? Dass wir nämlich mal das Foto, die Foto-Challenge machen. Komm, die versuche ich mir nämlich zu machen. Dann machen wir einen kleinen Umweg. Also hier ein bisschen Roadtrip in dieser Folge mit dabei. Aber das kann ich schon mal versprechen. Bei dieser einen Folge wird es heute nicht bleiben. Ja? Ich habe halt Bock zu zocken. Und ich denke, du hast auch Lust zu schauen. Ich hoffe es doch mal sehr. Und die Folgen laufen ja auch nicht weg. Ja? Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Nix abbiegen hier. Ein bisschen Musik können wir auch machen. Und dann probieren wir nochmal gleich die nächste Driftzone. Ja, da ist jetzt mir ein bisschen der Bums ausgegangen. Ein bisschen die Handbremse dazu nehmen. Vergessen, das Ding hat Allrad, ne? Also deswegen, da muss man schon mal ein bisschen mit Gewalt das Ding quer
hauen, aber ich glaube, das geht ganz gut klar hier. Genug Drehmoment ist halt da, das ist halt entscheidend auch. War auch eine super lange Driftzone, ne? Voll geil. Gefällt mir. Macht es halt natürlich nicht einfacher, aber... Wahnsinn! Oh, sogar drei Sterne. Nice. Warte. Mach das normal. Und ich halte diesmal meine Handykamera bereit. So, ich muss mal ganz kurz bei mir... das betrifft jetzt dich nicht, aber bei mir, weil ich ja jetzt, wie gesagt, über die Xbox gerade... Muss ich mal ein bisschen... den Spielsound ein bisschen hochdrehen. Ich höre nämlich das Auto kaum, was beim Driften auch nicht unwichtig ist, finde ich. Wenn man so ein bisschen hört... wo man mit der Drehzahl ist und so weiter. Achso, ich wollte das Foto machen. Jetzt bin ich ja wieder abgebogen. Das wollte ich ja gar nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich muss ja hier in die Stadt. Zum Moloche oder so. Was man nochmal ausspricht. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen lernen. Die Aussprache der einzelnen Gebiete und Orte. Immerhin habe ich die Hauptstadt schon ganz gut drin. Da waren wir ja noch gar nicht so wirklich hier im Let's Play. Nochmal so ganz kurz durchgepusht, aber mehr auch nicht. So, und ich glaube, wenn wir jetzt hier hinten rumfahren, müssen wir sogar direkt zum Häuschen kommen. Route wird neu berechnet. Das ist jetzt halt Schotter, aber eine Schotter, oder? Ne, ist auch... Doch, ist Schotter. Aber komm, wir probieren es auch im Schotter mal eine Driftzone. Der GT4-Dürer wird jetzt einfach zum absoluten Driftfahrzeug zweckentfremdet. Kenne ich nix. Oh ja, das war klar. Das war klar. Das war jetzt zu viel gewollt. Und dann halt ist der Untergrund so rutschig. Das ist gar nicht so einfach hier, wirklich. Aber komm, für zwei Sterne reicht es vielleicht trotzdem. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, sogar drei, trotzdem. Krass, trotz dieses Fehlers. Nice, sage ich nicht nein. Bei nächster Gelegenheit enden. So, und jetzt müssen wir hier noch ein Foto machen. Guck mal, da steht einer mit dem Audi. Sehr gut. Die Musik trotzdem aus. Die Musik ist zum Teil echt ein bisschen. Da werde ich ganz unruhig, werde ich da. Bin doch schon unruhig genug. So. Haben wir nochmal zwei Autos für die Promo und wir haben auch die Auszeichnung geschafft. Sehr schön. So. Jetzt aber mal schleunigst zum Außenposten. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel. Gefühlt heute nichts produktiv gemacht, aber eigentlich doch, ein bisschen habe ich schon was gemacht. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, da ist jetzt irgendwo noch so ein. Okay, da komme ich jetzt erstmal nicht hoch, oder? Also nicht mit dem Auto hier. Weil ich glaube, da muss man hier über die Kuppe quasi springen. Oder von da oben runterspringen. Ja, das machen wir ein andermal. Sagen wir, fahren jetzt erstmal... 400 Metern rechts abbiegen. Erstmal... zur Expedition. Da fliegen wir doch schon gut. Aua. Auf Richtung Festival... Ja, der geht aber ganz schön gut im Gelände. Ja gut, da bringt er gut Gewicht mit. Das drückt ein bisschen nach unten. Das heißt, da wird dafür gesorgt, dass Bodenhaftung über eine längere Zeit irgendwo vorhanden bleibt. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, irgendwie war das jetzt ein bisschen komisch. Ich hatte jetzt trotzdem Musik, obwohl ich es eigentlich ausgestellt habe. Ah, da ist jetzt diese Rampe auch. Moment, aber die könnten wir... Bei nächster Gelegenheit wenden. Nein, das war zu schnell. Hab nämlich noch gewusst, dass auf dem Flügel hier ein XP-Schild ist.
Wow, sehr schön, mit Überschlag. Scharf links abbiegen. Genau so wollte ich's. Und wie... Oh, der arme Ambi. Ich hoffe, ihr findet es okay, dass ich den optischen Schaden mal drin habe. Man soll ja auch ein bisschen sehen, wenn ich ein bisschen rumcrashe. Das wird ja quasi eh nach jedem Event wieder zurückgesetzt. So. Ja, also ich glaube, man kann aber echt sagen, auch wenn ich jetzt hier nochmal so ein bisschen spiele auf der Xbox, es ist einfach auf der Xbox viel, viel besser optimiert. Also ich denke mal, das kann alles auf dem PC auch noch kommen. Man darf aber halt nie vergessen, auf dem PC gibt es halt so viele unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Variablen in puncto Hardware-Ausstattung. Dafür zu optimieren, ist halt natürlich für einen Programmierer nicht immer einfach. Da ist natürlich so eine feste Konsole mit einer festgegebenen Hardware deutlich einfacher dafür zu optimieren. Und deswegen, ja, wenn man eine Series X zum Beispiel, wie ich jetzt habe, hat, dann ist die Überlegung, da vielleicht drauf zu zocken, gar nicht so verkehrt jetzt am Anfang. Und vielleicht hätte ich das Let's Play auch tatsächlich direkt hier mit anfangen sollen. Deswegen nochmals dicke, dicke Entschuldigung, dass es vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz so qualitativ behagt hat. Wie schon gesagt, das Bild auf YouTube wird jetzt hier leider bei der Version auch nicht perfekt sein. Aber immerhin ist das Bild flüssig und ich glaube, das ist bei einem Rennspiel fast wichtiger noch als alles andere. In 100 Metern rechts abbiegen. Aber du kannst versichert sein, 200 Metern rechts abbiegen. Ich versuche hier wirklich das absolute Maximum rechts rauszuholen. Abbiegen. Aktuell muss ich halt aber auch schauen, was für eine Hardware habe ich zur Verfügung. Den Wheelspin drehen wir natürlich. Ah, fast den Super Duty. Der wäre natürlich geil. Da hätten wir schon fast ein Fahrzeug für die nächste Folge. Na ja, gut. Ich meine, Fußball könnten wir ihn auch kaufen. Den kann man auch so erwerben. Hey, erkenne ich da ein Muster? Denn meine Blitzerkarte würde sicher gut aussehen, wenn sie mit 3 Sternen übersät wäre. Ja, dann müsste ich aber mit dem anderen Auto dann durchfetzen. Nicht wahr? So, wir haben es fast geschafft. Dahin. Da ist wieder Pluto. Wir fahren uns ständig über den Weg. Oh Gott! Da habe ich mich einmal aufs Dach gelegt. Das darf er nicht sehen. Er sieht's. Nein! Peinlich! Da, ich habe mich vor Freude überschlagen. Ja? Oh, da hat er. Da versteckt er ein Schild. Bei nächster Gelegenheit. Ich habe tatsächlich gerade vor der Aufnahme sogar ganz kurz mit ihm besprochen. Also liebe Grüße gehen raus an Pluto. Pluto ist nämlich so ein bisschen mein Technik-Checker. Der hat mir nämlich extrem geholfen mit Feedback und so weiter, was gut aussieht und was funktioniert und nicht. Und er, das kann man auch mal dazu sagen, das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Nicht, dass ich jetzt der Dödel bin, der irgendwas falsch einstellt. Man muss leider halt so sagen, das Spiel ist auf dem PC halt wirklich noch nicht ganz perfekt optimiert, weil er hat einen Monster-Rechner. Also weit eigentlich über den empfohlenen Einstellungen für, oder beziehungsweise über den idealen Einstellungen, die die Entwickler angegeben haben. Und auch bei ihm läuft es nicht ganz hundertprozentig rund auf dem PC. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich wiederhole mich dann nochmal, auf der Xbox scheint das Ganze doch ein bisschen besser zu optimiert sein. Deswegen, da muss man, glaube ich, ein bisschen Geduld einfach mitbringen. Und mit den kommenden Updates wird es dann schon besser werden. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich jetzt in dieser Folge ein bisschen mehr auf der technischen Seite ein bisschen spreche, aber es ist ein Thema, was man einfach nicht von der Hand weisen kann, jetzt zu Beginn dieser Release-Phase, dass das Spiel dann doch noch ein paar Mängelchen hat. Da muss noch ein bisschen was passieren. Du hast dein Ziel erreicht. Aber das kann alles noch passieren, weil die Spielfreude und was man hier machen kann, ist halt brutal geil. So, jetzt aber da rein, wir wollen die Story voranbringen. Ich weiß nie, ob ich hier was sagen soll. Diese Ladezeit dauert immer so lang. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich aber das Schweigen mal gebrochen. bei der letzten Erkundung des Außenpostens. Steht sogar was da. Oh, interessant. Rami, nicht schlecht.
Ich will bei meinen alten Compadres einen guten Eindruck machen. Was wäre da besser, als auf dem Heimweg ein Horizon Superstar abzuhängen? Oh doch, das ist es schon. Aber nett heißt nicht einfach. Wer zuerst an der Basilika ist? Vamos! Ab dafür! Gibt's also eine Straßenszene oder sowas? Vielleicht. Ich war ein Knirps, als ich mit Mami und meinen Dios fahren gelernt habe. Kam nicht mal an die Pedale ran. Ja, nice one. Ja, da haben wir direkt das Street Hunter. Aber Kid auf dem Supra. Der Street Racer von ganz Mexiko kommt aus Guanajuato. Ah, sagt man das? Pues sí. Es heißt, er hat noch nie ein Rennen verloren. Vielleicht tritt er ja mal bei Horizon an. Ja, das werden wir jetzt aber mal ändern. Hat dieser gefürchtete Street Racer einen Namen? Oh, viele Namen. Man nennt ihn El Jefe, El Perron, El Guapo, El Valiente. Vielleicht triffst du ihn eines Tages, aber dazu musst du erst mal mich schlagen. Ja, ich geb schon Vollgas. Nähern uns Guanajuato! Warte, bis das du sieht schon nice aus. Nacht das schaut schon nice aus. Ja, jetzt geht's aber wohl, wie es scheint, das erste Mal so richtig offiziell nach Guanajuato. Ja. Nach Guanajuato. Nice one. Bienvenido a Guanajuato. Heimat der Familie Miron. Beste Stadt in Mexiko. Der Name bedeutet Froschhügel. Was? Okay. Nicht sehr nach Street Racing. Dann hast du noch nicht gesehen, wie ein Frosch richtig Gas gibt, Superstar. Seit wann ist hier ein Café? Los, abbiegen! Sorry, Leute! Schon okay, die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für El Jefe und die Straßenszene der Stadt. Oh, und pass auf den Verkehr auf. Die Straßen sind recht belebt. Aber die Rennfahrer finden, das macht den Spaß erst aus. Ah, das ist so geil hier, dieses Tunnelsystem. Hab ich gehört. Das ist richtig nice. Der Supra klingt da auch echt geil, ne? Also, hat was. Du hast es fast geschafft. Die Basilika ist gleich um die Ecke. Könnte ich ja, um die Ecke ist wahrlich das richtige Wort. Das kann er. Jetzt fahr über die Ziellinie. Ja. Nice one. Sehr, 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 sehr gut. Das nächste Rennen, wie es scheint, oder? La Basilica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Racer kommen her, um sich ihren Segen zu erbitten. Weißt du, eventuell könnte ich El Jefe kontaktieren. Er soll ziemlich wählerisch sein. Aber wenn er denkt, du bist gut genug für die Straßenszene, besteht eventuell die Chance. Ich weiß, dass du es bist. Está bueno, pues. Dann bist du dabei. Los, wir treffen meine Compadres. Was? Was für eine Wendung. Tja, du kennst jetzt mein dunkles Geheimnis. Also kann ich dir noch was zeigen. Folge mir. Wo wollen wir jetzt hin? Raus aus der Stadt, zu unserem Renntreffpunkt. Weiß deine Familie von El Jefe? Soll das ein Witz sein? Mein Vater würde ausrasten und mein Onkel Carlos würde mich vor jedem Familienessen zu einem Rennen herausfordern. Tja, du kannst die Straßenszene nicht mehr geheim halten. Du musst diesen Fahrern zeigen, wie die Sache läuft. Sie waren noch nie bei einem Festival. Oh, da habe ich einen Transit gedreht. Lektion Nummer uno. Gib den Leuten, was sie wollen. Wollen die Leute? Jemand, der gern die Auslegung der Regel strapaziert. Leider hat es das ganze Ding wieder auf Automatik gestellt. Das ist ja irgendwie manchmal in den Storys so. Darf ich vorstellen? Meine Compadres. Am Anfang waren wir bloß ein paar Kids, die in alten Mochos rumgeheizt sind. Seither sind die Fahrer, die Motoren, die Partys, alle etwas gewachsen. Gut. Übrigens, sorry wegen der Heimlichtuerei. Es war nett, meine Heimat mal als ich selbst zu besuchen. Das sieht ja richtig geil aus. Oh. Danke, dass du mir deine Stadt gezeigt hast, Rami. Neue Probleme. Willkommen bei der Horizon Straßenszene. Ah, das sieht optisch natürlich jetzt schon geil aus.
Ja, und hier sieht man jetzt auch dann zum ersten Mal, dass ich auf der Xbox spiele. Da poppt natürlich direkt die Xbox-Erfolge ein. Nice one, R32. Willkommen bei der Horizon-Straßenszene. Ganz offiziell und startbereit. Sieh nur. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt wird die Karte noch mit mehr Events gefüllt. Ich habe ein ganz Mexiko-Straßenrennen organisiert. Kein Druck, aber viele Leute wollen sich mit dir messen. Oha. Also die Karte ist echt, also guck mal, was wir alles halt machen können. Das ist... Es ist einfach so krass. Ja, wunderbar. Aber damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Viel gequatscht tatsächlich, viel Technisches. Ich sage jetzt nicht nochmal, gut, jetzt sage ich es doch, aber ich sage jetzt nicht nochmal, es tut mir leid, wollte ich sagen. Jetzt habe ich es quasi, weil ich es zitiert habe, gesagt. Aber ich glaube einfach, diese Themen kann man nicht von der Hand weisen. Ich wollte es einfach auch gesagt haben. Ich bin da ja völlig transparent. Und deswegen, ja, weißt du jetzt auch Bescheid. In den nächsten Folgen ziehen wir jetzt aber einfach weiterhin durch. Falls du vielleicht sogar in den Kommentaren jemanden siehst, der nachfragt, hey, warum hat sich das geändert oder dies oder jenes, dann kannst du ja auch vielleicht sogar meinem Namen antworten, falls ich es vielleicht nicht rechtzeitig gesehen habe. Aber ja, ich hoffe, dass dir diese Folge heute so oder so trotzdem sehr viel Spaß bereitet hat. Ich werde aber, wie schon gesagt, heute definitiv nochmal eine Folge veröffentlichen. Darauf kannst du dich freuen. Und dann hätte ich gesagt, gucken wir einfach mal. Wir könnten vielleicht nochmal eine Scheune hier direkt mitnehmen. Hier haben wir noch ein Haus. Ich glaube, hier das dürfte das VIP-Haus sein. Das heißt, das dürften wir auch noch gratis mitnehmen. Steht ja auch da. Also vielleicht am Anfang der nächsten Folge direkt mal hier runter eine Scheune, ein Scheunengerücht nachjagen, das Häuschen absnacken. Das wäre doch vielleicht gar nicht so der falsche Weg. Und dann können wir vielleicht auch mal ein paar Renn-Events machen oder die Stories hier vorantreiben. Oder. Also es gibt eine Menge zu tun. Und es ist ja auch schön. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, du auch. Wenn es dir gefallen hat heute, dann lass doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Gerne Feedback in die Kommentare. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, bis dann. Ciao!